Wir werden besprechen, was die Folgen wären, wenn Trump ins Amt kommt, aber vor allem eben, wie wir umgehen mit diesem Leak in der Bundeswehr, mit Zweien, die sich damit politisch beschäftigen müssen, denn sie sind Außenpolitiker ihrer jeweiligen Parteien und auch nicht zum ersten Mal gemeinsam hier. Hier sind Ralf Stegner von der SPD und Norbert Röttgen von der CDU. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Herr Stegner, Herr Röttgen. Ich habe es gerade gesagt, Sie sind nicht das erste Mal hier, seitdem der Krieg begonnen hat, reden Sie über Außenpolitik. Ist es eigentlich jemals vorgekommen, dass Sie danach mal rausgegangen sind und gesagt haben, nur was der Stegner gesagt hat, war gar nicht so dumm und umgekehrt? Also man findet nicht generell dumm, was jemand von einer anderen Partei sagt und in außenpolitischen Fragen schon gar nicht. Aber? Weil man da ja nicht permanent streitet oder weniger als im innenpolitischen Bereich. Aber hier reden wir natürlich auch über Dinge, die, sagen wir mal, eine sehr, sehr große Bedeutung haben und die sich nicht so richtig eignen für parteipolitischen Klamauk. Wenn er dann trotzdem stattfindet, und teilweise ist das ja der Fall, dann ist das schwierig. Sie haben eben das zitiert. Wenn ich dann ja, Moment. Aber jetzt, also, das war ja erstmal die Frage, ob Herr Röttgen je was gesagt hat, wo das Sie gesagt haben, nicht. Da hat er ein Argument. Achso, daran können doch, Sie sich nicht erinnern. Doch. Ach so, okay. Herr Röttgen, hat er mal was gesagt? Herr Stegner, was? Nein, Herr Stegner hat Argumente, aber wir sind zunehmend in einer ziemlich gegensätzlichen Position, das ist so. Ja, und was war jetzt mit dem, was Sie jetzt richtigstellen wollten, wenn ein anderer Bundeskanzler da wäre, dann wären wir vielleicht schon Kriegspartei? Sie dürfen nicht verkennen, dass wir in einer Woche sind, wo geradezu im Fieberwahn Vorschläge gemacht werden, was man noch alles tun kann. Bodentruppen in der Ukraine, ja. Europäische Atombombe. Der Kollege Kiesewetter von der Union sagt, man solle den Krieg nach Russland hineintragen in die Ministerien, die sind übrigens in Moskau. Das ist doch glatter Irrsinn. Und in einer solchen Situation, finde ich, ist es wichtig und richtig, dass der Bundeskanzler sagt, wir unterstützen nicht nur die Ukraine bei der Verteidigung, das müssen wir tun, sondern ich sorge dafür, und ich habe das auch versprochen, dass Deutschland nicht Kriegspartei wird. Und Bodentruppen wird es mit uns auf keinen Fall geben. Das heißt also, wenn Herr Merz regieren würde, dann wären wir Kriegspartei? Sein politischer Sprecher Kiesewetter sagt etwas, wo die Menschen Angst kriegen müssen, zu Recht übrigens. Mhm. Und der Bundeskanzler gehört der SPD an und der sagt das, was ich gerade gesagt habe. Vielleicht ist es, Sie haben eben gefragt, hat auch der jeweils andere mal ein Argument. Ich würde sagen, Sie haben ja gesagt, wenn ein anderer Bundeskanzler wäre, wäre Deutschland vielleicht schon Kriegspartei. Ich würde anregen, dass Sie die Gelegenheit nutzen und sagen, das war keine gute Aussage. Und dann ist es auch weg. Aber das ist etwas, was eine Grenze überschreitet, die auch den Respekt unter Demokraten gebietet, dem anderen zu unterstellen, du führst unser Land in den Krieg und wir sind die Einzigen, die das Land aus dem Krieg raushalten, ist eine Grenze, die wir nicht überschreiten sollten. Ich würde daraus jetzt auch keine große Sache machen, aber ich würde wirklich sagen, nehmen Sie es zurück, es tut allen gut und unserer schwierigen Debatte auch. Vielen Dank für den Ratschlag, aber ich erlaube mir zu sagen, erstens, die Aussage von Herrn Kiesewetter ist nicht irgendwer und zweitens, habe ich Bezug genommen auf den Irakkrieg. Mhm. Damals war die Situation die kann man ansonsten nicht vergleichen. Die Oppositionsführerin, die damalige, Angela Merkel, hat in Washington gesagt, wir sollten das tun. Der Bundeskanzler, der damalige, Gerhard Schröder, mit dem ich heute nicht mehr viel gemein habe, mit dem, was er heute so tut, hat damals gesagt, Deutschland wird sich daran nicht beteiligen. Ja. Das ist auch so gekommen. Das hat große Zustimmung gefunden in der Bevölkerung. Und ich finde es schon wichtig zu sagen, darauf ist Verlass. Okay, dann muss man aber ergänzen, die europäische Atombombe, die kam von der SPD, nämlich von Katharina Barley. Das ist ihre Kandidatin für die europäische Wahl. Das muss man der Fairness halber dazufügen. Also. Sie kam nicht von ihr, sondern das war eine Debatte, die Joschka Fischer begonnen hat. Und sie hat gesagt, die Diskussion müsse geführt werden, was ich falsch finde. Also Sie sehen, Herr Röttgen, das bleibt dabei. Wir reden heute vor einem anderen... Wir reden heute von einem anderen Hintergrund, nämlich vor einem abgehörten Gespräch zwischen hochrangigen Militärs. Die Veröffentlichung, die gezeigt hat, wie man sich unterhält, auch wie man Ziele ins Visier nehmen kann und so weiter. Herr Stegner hat gesagt, das ist eine ärgerliche Panne. Ist es für Sie mehr? Also das Gespräch selber ist für mich überhaupt gar nichts Überraschendes. Mhm. Und das abgehört wird auch nicht. Man muss tatsächlich die Frage stellen, war das jetzt einmal eine Regelverletzung? Oder stimmt etwas mit der Sicherheit der Kommunikation in der Bundeswehr nicht? Mhm. Eine ganz andere Frage ist, ich glaube auch, dass zum Beispiel Huawei und andere chinesische Unternehmen mit an dem Ausbau des Bundeswehrkommunikationsnetzes beteiligt sind. Also ich habe da einige Fragen, ob da wirklich die Sicherheit der Kommunikation gewährleistet ist. Und was schlimmer ist, unsere Verbündeten haben diese Frage auch. Ja. Aber das, was interessant ist, sind eigentlich zwei Punkte. Der erste Punkt ist, der oberste Luftwaffengeneral und andere Offiziere widerlegen in diesem Gespräch den Bundeskanzler. Beide Aussagen sind unvereinbar. Und daraus folgt auch, dass der Bundeskanzler die Unwahrheit gesagt hat. Das ist der erste Punkt. Das macht ein Politikum daraus. Und das zweite ist,
dass abgehört wurde, ist vielleicht nicht die große Überraschung. Aber dass es dann auch noch publiziert wurde. Obwohl und nachdem der Bundeskanzler ja in gewisser Weise zugunsten Moskaus sich gegen Taurus entschieden hat. Das macht ein Politikum, ist sehr, sehr aussagekräftig, wie jetzt Putin mit Scholz spielt und er und Scholz sich selber zu einem taktischen Objekt, zu einem schwachen Objekt in der europäischen Politik gemacht hat. Eins nach dem anderen, hat der Kanzler die Unwahrheit gesagt. Also mit Verlaub, jetzt darf ich Ihnen mal einen Rat geben. Wir reden gerade darüber, dass ein Gespräch abgehört wird, wo der Putin nur seine Propaganda abfährt und sonst gar nichts. Mhm. Hybride Kriegsführung, das kennen wir. Damit sollte man überhaupt nicht umgehen. Dann ein solches abgehörtes Gespräch zu nutzen, um daraus innenpolitisch eine Debatte zu machen. Der Bundeskanzler hätte die Unwahrheit gesagt. Ja. Das ist doch komplett daneben. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen. Das ist der Sachverhalt. Entschuldigung, die Frage war ja von mir gestellt, wenn ich sie wiederholen darf, weil sie ist schon nicht unwichtig. Der Bundeskanzler hat gesagt, man braucht Soldaten in der Ukraine, um den Taurus zu bedienen. Diese vier sagen, die Zielgenauigkeit wäre vielleicht nicht das Gleiche, aber es ginge auch ohne Soldaten. Deswegen doch nochmal die Frage, das ist jetzt kein innenpolitisches Spiel, hat der Kanzler die Unwahrheit gesagt? Der Bundeskanzler hat sich anders ausgedrückt. Er hat sich zunächst mal zu der Sache öffentlich nicht geäußert, weil man eigentlich sich über Strategien nicht öffentlich äußert, dann sind es nämlich keine. Dann hat er es aber dann getan. Das muss man sagen. Und dann ist er gefragt worden und hat im Kontext mit dem, was ich gerade berichtet habe, was kritisiert worden ist, gesagt, wir werden nicht ins Eskalationsrisiko steigen, wir wollen und wir werden nicht so Sorge dafür, dass wir nicht Kriegspartei werden. Ja. Und er sieht Risiken, die andere nicht sehen. Das kann man unterschiedlich beurteilen. Er hat nicht die Aussage gemacht, es geht nicht. Entschuldigung, der Bundeskanzler hat von Beteiligung an Zielführung gesprochen. Ja. Ich will nur mal sagen, ich wundere mich sehr darüber, mit welcher Urteilskraft Menschen hier beurteilen wollen, ob das stimmt oder nicht. Es gibt unterschiedliche militärische Meinungen dazu. Ich finde übrigens nicht, dass Offiziere in offenen Kommunikationen daher plappern sollten über die Frage, was sie strategisch tun oder auch nicht. Ich hoffe, dass es ein Einzelfall war. Sie haben und immer noch dass nicht auf die Frage geantwortet. Ich muss Sie trotzdem daran erinnern. Der Bundeskanzler hat sich zu der technischen Frage nicht im Detail geäußert. Er hat gesagt, er möchte nicht, dass deutsche Soldaten daran beteiligt sind. Wie dem auch immer sei. Ich finde die Frage... Nein, nicht wie auch immer. Nee, das geht nicht. Wieso geht das nicht? Weil es wichtig ist, ob ein Bundeskanzler in der Öffentlichkeit die Wahrheit sagt oder nicht. Er sagt die Wahrheit. Okay. Er sagt die Wahrheit. Er hat sich nicht zu... Es ist eine politische Frage am Ende. Die hat auch technische Komponenten. Es geht darum, sind deutsche Soldaten beteiligt? Ich verstehe davon übrigens nicht genug, um das technisch erklären zu können. Ich höre unterschiedliche Aussagen dazu, auch von Militärs. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist doch irre, so über eine Waffe zu diskutieren. Ich lese heute, der Generalfeldmarschall Söder besucht die Firma, wo das hergestellt wird, und sagt, die Waffe müsse unbedingt eingesetzt werden. Ja. Was ist das für eine Diskussion? Die Bürgerinnen und Bürger wollen nicht so eine Debatte haben. Wir können gerne über Söder reden, aber noch sind wir bei Scholz. Ja. Und deswegen ist schon wichtig zu fragen, hat der Bundeskanzler in diesem Fall jetzt eben auch der Öffentlichkeit gegenüber eine falsche Spur gelegt? Ich möchte es mal so formulieren. Das hat er nicht. Sagen Sie es. Ja, er hat es ganz eindeutig, weil der Bundeskanzler gesagt hat, dass es ausgeschlossen ist, dass deutsche Soldaten, ob in der Ukraine oder in Deutschland, für die Zielerfassung und Begleitung der Zielerfassung des Taurus zum Einsatz kommen. Dies sei aber notwendig und darum, dass, und so machten es auch die Briten und Franzosen, das hat er nebenbei dabei offengelegt, und das komme für Deutschland nicht in Frage. Und darum hat er wegen dieser technischen Situation, deutsche Soldaten müssen bei der Zielerfassung beteiligt sein. Und weil das so ist, kommt der Taurus nicht in Frage. Er hatte diese technische Begründung benutzt, um Tauruslieferung kategorisch auszuschließen. Das hat er getan. Und das steht im Gegensatz zu der Aussage der Offiziere und des Generals, dass dies nicht notwendig ist. Also es steht auch im Gegensatz zur Aussage des Unternehmens, dass er sein Produkt kennt und sagt, das braucht man nicht. Ja. Es steht auch zum Gegensatz zu der Praxis, der deutschen Exportpraxis, diesen Taurus, diesen Marschflugkörper zu exportieren, zum Beispiel an Südkorea, und natürlich nicht deutsche Soldaten mit nach Südkorea zu liefern, sondern Südkorea ist in der Lage, diesen Marschflugkörper mit eigenen Soldaten einzusetzen, wie es die Ukraine auch wäre. Und der Bundeskanzler weiß es und er hat es wieder besseres Wissens anders gesagt. Das ist Ihre Interpretation. Nein, das ist die Aussage. Entschuldigung. Das ist Ihre Interpretation. Das, was Sie vorgelesen haben, diesen Satz, was Sie wörtlich zitiert haben, das finde ich vollständig in Ordnung. Daran gibt es aus meiner Sicht nichts zu kritisieren und es hat mit Unwahrheit nichts zu tun. Das, was Sie daraus. Stimmt nicht.
Das ist Ihre Schlussfolgerung. Nein. Ich lese auch, dass Militärexperten andere Dinge sagen über die Frage, wer beteiligt sein muss oder nicht. Wir wissen nicht, was die Briten und was die Franzosen tun. Wissen übrigens die. Da kann es wahrscheinlich dazu wissen. Das wird vielleicht auch öffentlich vernünftigerweise nicht diskutiert. Die sind da übrigens stinksauer drüber. Dass der Kanzler es öffentlich was sie alles wissen. Also, ja, ich weiß es. Das ist ja wunderbar, was sie alles wissen. Ich kann nur sagen, mir ist ein Bundeskanzler lieber, der vorsichtig ist in der Frage. Das ist ja okay. Und nicht fragt, was die Firma. Und nicht fragt, was die Firma darüber sagt. Und nicht fragt, was irgendwelche Offiziere in der Vorbereitung darüber sagen. Aber er weiß es. Sondern hat er eigentlich seinen technischen Verstand? Der Bundeskanzler muss für das Risiko gerade stehen. Wenn der sich täuscht, haben die Bevölkerung ein Problem. Wenn der Röttgen sich täuscht oder ich, ist er nicht so schlimm. Ja, absoluter aber er kann sich auch trotzdem falsch entscheiden. Nein, aber es ist ein absoluter Punkt. Also wenn Herr Merz die Verantwortung tragen würde oder Herr Söder, wissen wir nicht, ob sie damit dann die Forderungen, die sie jetzt stellen, so leichtfertig erfüllen würden. Nee, leichtfertig bestimmt nicht. Es gibt das aber, ein bisschen leichtfertig ist das schon. Es gibt aber zu dem Kiesewetter. Es gibt aber einen Punkt, der auch noch interessant ist. Olaf Scholz ist jetzt noch mal vor in die Öffentlichkeit gegangen und hat ein ganz anderes Wort in die Debatte gebracht, nämlich Kontrolle. Er hat gesagt, er möchte die Kontrolle nicht aus der Hand geben. Das ist auch legitim. Man könnte es ergänzen mit dem Zusatz, ich traue den Ukrainern nicht, dass sie damit nicht Ziele erfassen, die nicht in unserem Sinne sind. Meint er das denn? Man könnte aber auch sagen, der Bundeskanzler hat der Bevölkerung gesagt, hat sein Amtseid darauf übrigens auch geschworen, erstens, wir unterstützen die Ukraine so gut wir können, übrigens deutlich mehr als die Franzosen und andere das tun in Europa. Ja. Und zweitens, das ist wichtig, das zu sagen, weil sonst die Kritik nicht zu verstehen ist. Und zweitens, ich sorge dafür, dass Deutschland und die NATO nicht Kriegspartei werden. Das ist eine Aussage, die ganz viele Bundesbürger von uns hören, weil da wird man jeden Tag darauf angesprochen. Und das Risiko auszuschließen, da ist mir ein Bundeskanzler, der vorsichtig ist bei Krieg und Frieden, deutlich lieber als die strammen Sprüche von Herrn Söder, von Herrn Röttgen oder von sonst irgendjemand. Das war aber nicht meine Frage. Traut er denn der Ukraine nicht? Das war meine Frage. Der Bundeskanzler legt öffentlich nicht jede Begründung dar, die ihn dazu treibt, vorsichtig zu sein. Er ist jedenfalls vorsichtig und das finde ich richtig. Warum? Er kann es ja vielleicht auch gar nicht wissen. Mhm. Was ist denn, wenn man sich warum legt er dann offen, dass die Briten in der Ukraine sind, wenn er so vorsichtig ist? Das macht die zur Kriegspartei. Also die Voraussetzungen sind in Großbritannien und in Frankreich, glaube ich, andere warum als bei uns. Warum redet der Bundeskanzler öffentlich darüber, dass die Briten die kritisiert haben, der Bundeskanzler sage gar nichts die ganze Zeit oder sage zu wenig. Dann äußert er sich in einer Situation, wo ich noch mal gesagt habe, ich glaube, dass es notwendig war, sich zu äußern, weil der Druck war ja so schon, als ob wir kurz davor wären, Kriegspartei zu werden. Ich sage nochmal, das war wie im Fieber waren diese ganzen Debatten in der letzten Woche. Und dann ist es gut abzulenken und zu sagen, die sind schon da? Wird gefragt, dann sagt er etwas, was Leute jetzt wieder sozusagen analysieren, bis aufs letzte Komma, was er gemeint haben könnte. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich weiß, mein Bundeskanzler ist in einer solchen Frage eher vorsichtiger, als andere glauben, dass es notwendig ist, technisch oder politisch, ist mir das lieber und ein Großteil der Bevölkerung auch. Da können Sie sicher sein. Und das bringt mich zu Herrn Röttgen. Also, was sagt man öffentlich und was sagt man nicht öffentlich? Wir sind hier schon seit Beginn des Krieges immer dabei, sehr öffentlich bestimmte Strategien, Waffentypen und so etwas zu diskutieren. Ist der Bundeskanzler so unter Druck gesetzt worden, dass er aus Versehen dann gesagt hat, die Briten sind aber schon vor Ort? Also, warum er das gesagt hat, das kann ich wirklich nicht erklären. Es war nicht kontrolliert. Es war unnötig. Ist der getrieben worden dazu, unter anderem von der Opposition? Nein, es hat ihn ja auch nicht entlastet. Ich meine, es hat ja ihn überhaupt selber gar nicht entlastet. Von ihrer Kritik. Zu sagen, ich erkläre, wenn es kein Mensch redet von Kriegsbeitritt und von Kriegspartei, das ist reine russische Putin-Propaganda, überhaupt davon zu sprechen. Kein Mensch redet davon und es droht auch nicht. Alle sind sich einig, dass das nicht stattfindet. Und warum er trotz dieser Einigkeit jetzt in seine Argumentation einbaut, das, was ich übrigens rechtlich völlig falsch als Kriegsbeitritt erkläre, das machen übrigens die beiden NATO-Staaten, Großbritannien und Frankreich. Warum er das erklärt hat, ist mir völlig unverständlich. Es ist eine echte, schwerwiegende Fehlleistung von ihm, die natürlich einen Scherbenhaufen in Europa angerichtet hat, wie wir ihn noch nicht gesehen haben. Haben Sie nicht vielleicht immer kleiner? Der Scherbenhaufen ist entstanden in der Situation, wo der französische Präsident so völlig unnötig sagt, man könne darüber nachdenken, dass es Bodentruppen geben könnte in der Ukraine. Das ist die Situation, über die wir reden. Das hat er gesagt. Das ist die Situation, über die wir reden. Nein, das war übrigens in umgekehrter Reihenfolge. Das ist so gewesen. Aber wie dem auch sei, das ist der Punkt. Und ich sage nochmal, vorsichtig zu sein mit dem, was passieren kann. Die Frage, ob das völkerrechtlich so oder so ist, ist dem Putin doch völlig schnurz. Der pfeift doch auf das Völkerrecht. Ist nicht egal. Der pfeift auf das Völkerrecht, das ist alles Propaganda. Nein. Wenn wir hier
die putinsche Propaganda nutzen, um innenpolitische Feldgewinne erzielen zu wollen in der Debatte, wo sie sagen, der Bundeskanzler lügt und das ist gar nicht notwendig und die Firma sagt auch, es ist nicht notwendig. Mhm. Wunderbar, dass die Firma das sagt, das finde ich ganz prima. Aber das ist nicht entscheidend. Mhm. Bei der Frage, was am Ende mit Deutschland passiert, hat jemand eine Verantwortung, der da im Kanzleramt sitzt, die ich nicht teilen möchte. Das ist eine schwierige Sache. Und der sollte sich möglichst nicht täuschen. So. Und da kann ich nicht sagen, der Experte Röttgen hat, aber das besteht doch gar kein Risiko. Ist also nicht der Experte Röttgen. Der Experte Röttgen, der existiert in dieser Frage gar nicht, sondern ich zitiere. Ich zitiere nur andere. Ich zitiere nur Experten. Und ich glaube zum Beispiel, dass unser höchster Luftwaffengeneral ein Experte ist. So, aber Herr Macron ist jemand, der tatsächlich. Nicht ein geschützter Kommunikation. Ich möchte gerne auf den Punkt kommen. Tatsächlich, also wir reden über verantwortliches Handeln. Ist es verantwortlich, vom französischen Präsidenten ins Spiel zu bringen, dass man Bodentruppen nicht ausschließen kann? Meinen Sie, das muss man tun, damit man möglichst große Abschreckung macht? Mhm. Oder ist es einfach unverantwortliches Gerede, das am Ende Angst macht? Also ich glaube, dass das ein Fehler war, dass der französische Präsident das gesagt hat. Ein kommunikativer Fehler. Er hat vor allen Dingen den Fehler gemacht, dass er nicht klarzustellen, dass er nicht von Kampftruppen gesprochen hat. Das wäre der Kriegsfall. Und das ist ein Fehler. Dadurch hat er für Verwirrung gesorgt. Und das ist falsch und schlecht und das sollte man nicht machen. Ja. Es ist auf der anderen Seite, wenn man es beschränkt auf nicht kämpfende Truppen, völlig legal, auch legitim, dass in einem Land, in dem Russland Krieg führt, die ukrainischen Verteidiger auch durch die Präsenz von Soldaten Unterstützung bekommen. Das ist auch völkerrechtlich, politisch absolut legal und auch legitim. Aber diese Verwirrung hätte er nicht stiften können. Ja. Es ist entstanden, auch das, was Macron danach jetzt gesagt hat, heute oder gestern gesagt hat, Ausdruck der Zerrüttung, die jetzt auch gerade wieder durch die jüngsten Äußerungen von Scholz auch im Verhältnis zu dem französischen Staatspräsidenten eingetreten ist, jetzt auch zu den Briten eingetreten ist. Das ist ein wirklich großes Drama in der Situation des Krieges in Europa. So, darf ich ganz kurz, weil das ist eine strategisch nicht unwichtige Frage, was der französische Präsident jetzt gesagt hat, weil Scholz gesagt hat, Bodentruppen auf keinen Fall. Und er hat das ja nun sehr dezidiert gesagt und hat gesagt, darauf können Sie sich verlassen, hat sich ans deutsche Volk gewendet, hat Macron jetzt geantwortet und sagt Folgendes: Wenn wir jeden Tag erklären, was unsere Grenzen gegenüber jemandem sind, der gar keine hat und diesen Krieg angezettelt hat, dann kann ich Ihnen schon sagen, dass der Geist der Niederlage sich einschleicht. Er meint, man sollte sich nicht so offen in die Bücher gucken lassen. Nehmen Sie das strategische Argument ernst, dass man nicht alles auf den Tisch legen darf und alles nicht vom Tisch wegnehmen kann. Ich habe vorhin ja von selbst so argumentiert, dass man das bezogen auf taktische und strategische Fragen nicht tun sollte. Ja. Darüber ständig reden, was ja immer wieder eingefordert wird. Es wird nur über Waffen geredet. Nur. Das sollte man nicht tun. Aber in der Frage der deutschen Bevölkerung klar zu sagen, wir werden uns an dem Krieg nicht beteiligen. Und in dem Moment, wo deutsche Bodentruppen ins Spiel käme, wären wir beteiligt. Klar. Sie dürfen eins nicht vergessen, die Bevölkerung in Deutschland, die nicht diese Details sozusagen diskutiert, die nimmt zur Kenntnis, das ist übrigens eine relativ alte Bevölkerung in Deutschland. Nach Italien sind wir das zweitälteste Volk in Deutschland. Der ältere Teil der Bevölkerung weiß noch, was Krieg ist. Die wissen es entweder als Kinder oder was das mit ihren Eltern gemacht hat. Die fragen uns jeden Tag, droht die Gefahr, dass wir in den Krieg kommen? Das hören wir im Wahlkampf und überall. Und da sind eben so leichtfertige Äußerungen, auch die, über die ich vorhin gesprochen habe, aus ihrer Partei, was man noch alles tun könnte. Und nur über Waffen zu reden. Die sagen zu uns, warum unternehmt ihr nicht andere Dinge nebenbei, auch noch neben der Verteidigung der Ukraine, zum Beispiel indem er die Chinesen bewegt, zum Beispiel indem er Initiativen unterstützt der Südamerikaner und anderer größerer Länder, die vielleicht Einfluss auf Moskau haben. Stattdessen tun wir nur so, wenn jetzt die nächste Waffe kommt, wenn wir dies noch tun und dies noch tun, dann wird der Krieg möglicherweise militärisch gewonnen. Die Leute haben davor Angst und ich glaube, der Bundeskanzler hat genau richtig kommuniziert, was das angeht. Ich bedauere sehr, dass er sich mit Macron an der Stelle nicht einig war, aber ich will mal sagen, es ist natürlich auch ein Problem, dass wir so tun, als hätte der Trump schon gewonnen. Amerika ist weg aus Europa und wir könnten das irgendwie ersetzen. Das ist auch also ein Irrtum. Darf ich mal was Sie sagen, die Deutschen haben Angst und die wird ihm jetzt genommen. Die Wahrheit ist genau gegensätzlich. Der Bundeskanzler... Stellen Sie fest. Stelle ich fest, dass die Wahrheit wirklich anders ist. Der Bundeskanzler hat sich dafür entschieden, indem er dieses Thema, wir dürfen nicht Kriegspartei werden, es droht, dass wir Kriegspartei werden, der eigenen Bevölkerung Angst zu machen. Und zwar aus dem Wahlkampfmotiv, das sage ich Ihnen, das ist die Melodie des Wahlkampfes, die wir 2025 erleben werden. Wenn ihr den Krieg verhindern wollt, müsst ihr SPD und Scholz wählen. Das ist die Vorbereitung von Wahlkampf. Dieses Thema,
der Westen oder Deutschland oder irgendeiner wird Kriegspartei, ist ein absolutes geschlossenes Einheitsthema, dass ja. jeder sagt, das werden wir nicht tun. Sie sind nicht auf die Verhandlungen eingegangen. Die Frage, ob man nicht etwas anderes tun kann, als immer nur Waffen, Soldaten, Taurus zu diskutieren. Das ist noch eine andere Frage, kann ich gern beantworten. Aber indem der Kanzler dieses Thema und die SPD dieses Thema wählt, und ihr Tweet passt ja genau in diese Wahlkampfrhetorik hinein, macht er sich die Kriegsrhetorik und die Angstrhetorik von Putin zu eigenen Wahlkampfzwecken. Das ist übrigens eine Linie. Es war Scholz, nein, ja? noch nicht. Der Scholz hat gesagt, im April 22 bereits, da ging es um den Schützenpanzer. Da hat der Scholz als Kanzler vom Atomkrieg gesprochen, überhaupt abwegig. Dann kam die Leopard-2-Debatte, da ging es um Eskalation. Jetzt geht es auf einmal darum, dass wir Kriegspartei werden. Das sind alles Angstdiskussionen, die der Kanzler aufgreift. Der will der deutschen Bevölkerung Angst machen aus Wahlkampf. Wenn Sie das mit der Wahlkampflinie sagen, würde ich Ihnen gerne mal sagen, wie die Wahlkampflinie der Union im Deutschen Bundestag ausgesehen hat, mit der wir uns da auseinandersetzen. Wollen wir jetzt wirklich über Wahlkampf reden? Doch, ist das Ihr Ernst? Nötig, dass man Nein, das ist der Punkt. Zu die Frage ist, Entschuldigung, wer macht eigentlich Angst? Darf ich Ihnen und ich sage, der Kanzler. Und ich sage, es ist genau umgekehrt. Mhm. Die Vorstellung zu sagen, wir müssen deutlich mehr Waffen dahin liefern. Ja. Risiken bestehen keine. Sagt keiner. Wir haben eine Schuldenbremse, die bestehen bleiben muss. Das heißt, die Waffen werden aus dem Haushalt bezahlt. Da muss man möglicherweise Sozialkürzungen machen. Und das ist das, schon wieder das, Angst. Das ist wieder Angst. Nein, kein Mensch sagt Entschuldigung, der beschreibt, dass äußere Sicherheit gegen soziale Sicherheit gestellt wird. Das behaupten Sie die ganze Zeit. Der nimmt in Kauf, aus dem, was Sie sagen, der nimmt in Kauf, dass nicht nur die Rechtspopulisten in Deutschland Zulauf bekommen, sondern die diese Ängste schüren. Die schüren die nämlich. Ich glaube, wenn der Bundeskanzler sagt, du kannst dich darauf verlassen, wir gehen jedenfalls, werden nicht Kriegspartei, ist das nicht Angstmache, sondern das Gegenteil davon. Also ich hoffe, dass Sie noch lange Gelegenheit haben werden, so zu reden, als ob wir einfach nur Wahlkampf machen würden und die Sache nicht ernster werden. Aber die Frage, das ist der Missbrauch dieses Themas. Aber ich will Ihre Frage beantworten. Die Frage nach den Friedensverhandlungen oder beziehungsweise die Frage, weil... Genau. Ich tue einfach das, was gestern Nacht passiert ist. Super Tuesday, Trump möglicherweise im Weißen Haus. Gibt es eine Chance zu verhandeln, bevor klar ist, wer ins Weiße Haus kommt? Lässt sich da die russische Seite Ihrer Meinung nach drauf ein? Nein, das ist vollkommen ausgeschlossen. Putin ist absolut entschlossen, Krieg zu führen. Er wollte einen Eroberungskrieg führen. Er führt jetzt einen Vernichtungskrieg. Er hat klare Absichten, nämlich Russland als Imperium wieder zu begründen. Dafür braucht er die Ukraine. Er kann nicht mehr zurück. Er hat inzwischen es auch völkisch begründet. Mhm. Putin will Krieg und er führt jetzt einen Vernichtungskrieg. Und würden Sie, würden Sie so weit gehen, dass Sie am Ende Bodentruppen... Ich muss die Frage stellen, weil der Gedanke, den Sie haben, der ist ja richtig. Zu Ende, also in Ihrer Sicht richtig. Ja. Zu Ende gedacht heißt das was? All in? Also muss man am Ende dann die eigenen Truppen auch schicken? Nein, es heißt, dass es unser Interesse ist. Und es ist das, wenn ich das so sagen darf, billigste, was wir tun können. Dass wir jetzt mit Munition, das hat Herr Welke richtigerweise gesagt, die wir nicht ausreichend liefern, mit Waffen, die wir nicht ausreichend liefern und auch mit diesem Marschflugkörper die Ukraine so unterstützen, dass sie militärisch die Oberhand gewinnt und dann können sich politische Lösungen entfalten. Mhm. Das ist aus meiner Sicht der einzige Weg, den wir gehen können und müssen. Wer den Frieden will, muss jetzt die Ukraine mit dem ausrüsten, was wir haben. Das ist Friedenspolitik. Wladimir Klitschko war letzte Woche war hier Wladimir Klitschko und der hat gesagt, wenn die Ukraine fällt, wird es einen Dominoeffekt geben. Glauben Sie das nicht? Ich glaube, dass das Risiko besteht. Mhm. Ich bin nur ein bisschen verblüfft über die ganzen Gewissheiten. Ich habe sehr viel mehr Fragezeichen als Ausrufezeichen, dass gesagt wird, das ist die Wahrheit, das wird passieren, der Putin wird dies und das tun. Es gibt ganz viel Propaganda dabei. Ich glaube, wir diskutieren ausschließlich über die Frage, wie die Kriege am besten geführt werden, mit ganz vielen Experten und nicht, wie sie beendet werden. Und wir müssen darüber reden, wie Kriege beendet werden, wie sie vermieden werden. Und allein der Hinweis, dass Putin ihn beenden könnte, was ja zutrifft, hilft trotzdem nicht weiter. Man muss mit anderen reden, die vielleicht Einfluss haben. Und das tut doch der Kanzler. Um das an einem kleinen Beispiel zu sagen, hinter den Kulissen dafür wird er kritisiert. Als das mit der Nukleardrohung aus Russland kam, war der Kanzler in Peking, hat mit dem chinesischen Chef geredet, der hat gesagt, Putin, lass das sein mit dem Nukleardrohung. Ziemlich lange her. Was macht er jetzt gerade? Dafür ist er beschimpft worden. Nein, das stimmt nicht. Er ist kritisiert worden von der Opposition. Xi Jinping brauchte zwar nicht Scholz, um zu dieser Einsicht zu kommen, aber das hat kein Mensch kritisiert. Gut, also wir hoffen, dass es hinter den Kulissen tatsächlich auch das gibt, was Sie einfordern. Dafür wäre der Kanzler verantwortlich und wir hoffen, dass wir hier so reden können und den Krieg nicht hier haben. Vielen Dank, dass Sie da waren, Ralf Stegner. Vielen Dank, Norbert Röttgen. Das war nur ein Gespräch aus dieser Folge von Maischberger. Die ganze Sendung gibt es in der ARD-Mediathek. Und da gibt es auch noch sehr viel mehr Folgen von uns. Ich hoffe, wir sehen uns.